Herr Gruber, blicken wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück 2018. Da gab es ja 15,45%. Jetzt gibt es ja auch wieder Umfragen. Da hat selber der Bundeskanzler gemeint, bei den Umfragen, naja, wie sehen Sie das? Auch, naja, könnte es besser sein, wahrscheinlich, oder? Umfragen sind Momentaufnahmen, teilweise sehen uns Umfragen überhaupt einstellig. Warten wir die Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler ab und nächsten Sonntag wissen wir dann genauer als. Was hat sich denn generell auch alles geändert? In den letzten Jahren haben wir ja irrsinnig viele Krisen gehabt. Also nicht nur die Pandemie, sondern auch die Inflation, jetzt der Krieg in der Ukraine, dann generell auch in der ÖVP einige Ministerwechsel. Wie schwierig ist es denn auch für Sie als Spitzenkandidat gerade für die ÖVP anzutreten? Na, ich glaube, als Regierender anzutreten, ist eine riesengroße Herausforderung. Und alle Wahlergebnisse, nämlich nicht nur in Nordösterreich, sondern in ganz Europa, haben gezeigt, dass für die vielen Krisen, wie Sie es angesprochen haben, Regierende auch verantwortlich gemacht werden. Und man das an Wahltagen dann halt natürlich auch sieht und merkt in den Ergebnissen, auch wenn wir versuchen, von unseren Inhalten, den Weg, den wir auch für die Zukunft gehen wollen, die Menschen in diesem Land zu überzeugen. Und das machen wir jeden Tag Land auf, Land ab. Also Kärnten vor dem Ausverkauf schützen, in die Region, in Regionalität, Infrastruktur zu investieren und vor allem auf den Wirtschaftsstandort, die Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten, weil das die Grundlage unseres Wohlstandes ist. Jetzt ist ja auch so, dass in Niederösterreich gab es eine ordentliche Schlappe für die ÖVP. Geht man jetzt auch in Kärnten davon aus, dass es ähnlich sein wird, dass man vielleicht auf Platz 4 tatsächlich fällt? Oder wie? Oder ist es eine ganz andere Lage in Kärnten? Erstens sind wir Juniorpartner in einer Regierung und nicht an der Spitze. Auch die SPÖ wird wahrscheinlich ein doch sehr großes Minus einfallen. Aber wenn man den Umfragen, die vorher angesprochen worden, angesprochen hat, auch Vertrauen schenkt. Aber ich glaube, darum geht es ja schlussendlich auch gar nicht. Es geht darum, dass wir auch zukünftig Verantwortung in diesem Land und für die Kärntnerinnen und Kärntner übernehmen wollen. Und deshalb auch das erklärte Wahlziel zum Schluss dann auch einer Landesregierung auch zukünftig vertreten zu sein, um als bürgerliche Mitte, als Korrektiv auch weiter für das Land Verantwortung tragen zu können. Was ist denn bis jetzt gut gelaufen in Kärnten und was vielleicht auch schlecht in den letzten Jahren? Also es galt ja viele Krisen und Herausforderungen zu meistern und das ist uns ja eigentlich relativ gut gelungen. Wir waren auch in diesen schwierigen Zeiten ein sehr verlässlicher Partner für die Kärntnerinnen und Kärntner und wir haben vor allem auch sehr viele heiße Eisen angegriffen. Also allein in der Obarbeit und Zusammenarbeit auch in der Landesregierung, ob Natura 2000, Raumplanungsgesetz, neue Investitionen, vor allem auch in den öffentlichen Nahverkehr. Wir haben ja den öffentlichen Verkehr aus einem Niemandsland geholt. Dort haben übrigens die Grünen in der letzten Legislaturperiode hinterlassen, die quasi nur Bahnstrecken zugesperrt, Bushaltestellen aufgelassen und vor allem auch Busverbindungen entspannt haben, haben wir genau das Gegenteilige in Gang gesetzt. Und dort auch keine Initiativen gezeigt für die Kärntnerinnen und Kärntner. Wir haben so viel wie noch nie in die grundlegende Infrastruktur dieses Landes investiert, nämlich in den Straßenbau, in die Verbindungen, die Grundlage für Wirtschaftswachstum auch sind und haben 170 Millionen Euro in den Bereich investiert, ganz im Gegensatz zu meinem Vorgänger Gerhard Köfer, der wirklich in diesem Bereich nichts, und ich wiederhole mich, gar nichts getan hat, weder Vorbereitungen, Planungen getroffen, noch die notwendigen Budgets verhandelt. Und ich glaube, da haben wir wirklich sehr gut und sehr viel für die Kämpfer in den auch zustande gebracht. Bleiben wir vielleicht gleich bei den öffentlichen Verkehrsmitteln oder kommen wir zum Flughafen? Wie schaut es denn da jetzt aus? Wie kann man das Thema, lohnt es sich eigentlich noch zu kämpfen um den Flughafen? Ich glaube, das Richtige zu tun kann niemals falsch sein. Und wenn es darum geht, aufzutreten, standhaft zu bleiben, auch wenn Gegenwind auftaucht und dann einzuknicken, ist absolut richtig. Denn wenn ein Mehrheitseigentümer, ein Investor permanent versucht, die Kärntnerinnen und Kärntner über den Tisch zu ziehen, vor allem bei Grundstückstransaktionen, dann muss man da auch klare Haltung beweisen. Und das tue ich auch, wenn ich da ganz anderer Meinung bin, als wie der Herr Landeshauptmann, der schon vor längerer Zeit im Bausch und Bogen zu einem viel zu geringen Wert die Grundstücke den Herrn Orasch quasi verscherbelt hätte. Und das ist die eine Seite. Und das zweite ist die grundlegende Infrastruktur, denn ich glaube, der Wirtschaftsstandort Klagenfurt braucht den Flughafen als Infrastruktur, als Anbindung der Welt und Kärnten. Und darauf gilt es auch aufzubauen. Deshalb ist der Flughafen auch in die öffentliche Hand zurückzuübernehmen und dann konsequent in die richtige Richtung weiterzuentwickeln.
Ja, gerade in Wien gibt es auch viele Klimaaktivisten, die sich eben auf die Straße kleben. Wie schaut es da in Kärnten aus und wie ist da auch generell? Was wird man in Kärnten Richtung Klimaschutz auch machen? Jetzt war es ja auch so, dass die Windräder sind ja ein großes Thema. 2022 hat ja auch Kärnten seinen ersten Windpark errichtet. Wie viele Windräder sollen tatsächlich dann auch noch folgen, Ihrer Meinung nach? Erst einmal den Klimaklebern im Stammbuch geschrieben, es gilt für den Klimawandel, gegen den Klimawandel anzupacken, statt sich anzubicken. Denn heute arbeitende Menschen, die jeden Tag Leistung erbringen, beim Pendeln zu stören, und ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, da wäre es wichtiger, andere Dinge zu tun, die wir auch in die Hand genommen haben. In Kärnten vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrs und dem massiven Aufbau und Investition in den öffentlichen Nahverkehr, ob es Bahn, Bus, Verbindungen sind, wo wir eine Vermehrfachung vor allem auch der Taktungen zustande gebracht haben, bis hin zu den Alternativenergien, wo es in Kärnten vor allem die Herausforderung ist, Dinge zuzulassen. Denn diese Diskussion geht ja schon über eine lange Zeit und ich glaube, wir müssen in den kompletten erneuerbaren Energiemix Investitionen zulassen. Jene, die gerne wollen, hätten wir. Jetzt geht es auch darum, Einigung in der Politik zu finden, wo wir wie viel auch zulassen. Das von der Wasserkraft beginnen, über die Biomasse, Anlagen für Wärme- und Stromproduktion, über Photovoltaikanlagen auf Dachau-vorbelasteten Flächen bis hin zur Diskussion auch der Freiflächen. Und auch, wenn sie mir nicht gefallen, Kraftanlagen, die wir zur Absicherung auch unserer Stromproduktion schlussendlich benötigen werden. Und da gilt es eben anzupacken und nicht aus persönlichen Ressentiments einfach Nein zu sagen. Und da sind wir uns konsequent auch auf diesem Weg. Was ist denn auch Ihr Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt, was Ihnen wirklich wichtig ist für Kärnten? Ja, wirklich wichtig ist, dass wir in Kärnten nicht, wenn ein Investor kommt mit bunten Büchlein wackelt, gleich zu allem Ja und Amen sagen, wie zum Beispiel am Flughafen, wo es auch gilt, sich schützen vor das die Kärntnerinnen und Kärntner zu stellen und auch das Vermögen, das vorhanden ist am Flughafen, zu schützen. Das geht einfach nicht, dass man es für 35 Euro in bester Lage mitten in Klagenfurt Grund und Boden an den Mehrheitseigentümer verkauft. Es geht aber auch darum, in die Regionen, in die Regionalität zu investieren. Und das haben uns vor allem die Krisen in der Vergangenheit ja sehr eindrucksvoll bewiesen. Zuerst in der Corona, in der Pandemiezeit, die Versorgung auch mit Lebensmitteln. Wir haben auch dort gesehen, wie schnell Lieferketten auf dieser Welt zusammenbrechen. Und alles, was man selbst in der Hand hat, da hat man Sicherheit, Planungssicherheit und kann vor allem das der Bevölkerung geben, was sie am nötigsten auch braucht. Und das ist Sicherheit und eine Perspektive für die Zukunft. Das Gleiche gilt dann auch für den Energiebereich, die Investitionen in die grundlegenden Infrastrukturen, auch der Regionen und der Zusammenschluss vor allem von Zentralraum und den ländlichen Gebieten, den wir brauchen, uns gegenseitig. Und das darf kein Gegeneinander werden. Und der dritte Punkt, ein richtiger Schwerpunkt ist, auch darauf zu schauen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sich weiterentwickeln können, dadurch Arbeitsplätze sichern und dort weitere schaffen. Und ich glaube, da liegt einiges beim System auch im Argen, wo es gilt anzupacken. Denn wenn zu Beginn dann nicht die Leistung im Vordergrund steht und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch Arbeitssuchenden, dass ich zuerst eine Beschäftigung annehmen muss, etwas erbringen muss, damit ich ein Einkommen generiere, mit dem ich hoffentlich auch mein Auskommen erlange, dann ist in dem System wirklich etwas falsch und deshalb gehört das Arbeitslosengeld auch angepasst, degressiv ausgezahlt. Am Anfang aber mehr, dann laufend weniger, damit der Anreiz auch im Kopf und das Bewusstsein auch entsteht, ich muss eine Leistung erbringen, damit ich mir mein Leben leisten kann. Und genau da gilt es anzupacken und bei diesen vielen Herausforderungen, die auch vor uns stehen, eine Perspektive zu bieten, auch für die Jungen, dass sie vielleicht wieder zurückkommen nach Kärnten aus den Ballungsräumen Graz oder Wien. Jetzt ist ja auch so, dass alles teurer wird. Also nicht nur in Kärnten, sondern generell in Österreich und auf der ganzen Welt hat man schon fast das Gefühl, dass man sich das kaum mehr leisten kann. Wie soll das Leben der Menschen generell leistbarer gestaltet werden? Gibt es da auch Pläne dafür? Ja, es gilt Maßnahmen zu setzen und das sind drei. Erstens kurzfristige und das hat die Bundesregierung und auch wir als Landesregierung sehr breit getan, nämlich all jene, die sich gerade momentan nicht selbst helfen können, sich das Leben leisten können, zu unterstützen und über Wohnbeihilfen, Heizkostenzuschuss, Energiebonus und dergleichen eben das Leben diesen Bereichen leistbarer zu machen. Das zweite war, ist auch passiert, nämlich die Leistungsträger, den Mittelstand und die Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten, damit sie auch weiter produzieren können und auch weiterhin Arbeitgeber sein können. Das war mit dem Energiekostenzuschuss als ein Beispiel herausgezogen, um Planungssicherheit auch für das höhere Gewerbe zu haben.
was die Produktionen und dergleichen anbelangt. Und das Dritte ist tatsächlich in die Regionalität und Unabhängigkeit zu investieren. Denn wohin uns die Abhängigkeit gebracht hat, hat uns das letzte Jahr eindrucksvoll bewiesen. Nämlich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Und deshalb müssen wir in die Gänge kommen und auch in alternative Energien investieren und das auch zulassen. Auch wenn es morgen vielleicht nicht passt oder sie es nicht als schön empfinden, werden wir es doch brauchen, weil alles, was man selber darauf hat, kennt ein Dritter keinen Einfluss. Und das bringt dann wiederum Planungssicherheit, stabilisierte Märkte und auch stabilisierte Preise schlussendlich für die Kärntnerinnen und Kärntner in dem Fall, aber auch die Österreicherinnen und Österreicher. Und Regionalität ganz grundsätzlich ist ein Sicherheitsnetz in solchen Krisen und bringt Planungssicherheit. Aber wird es tatsächlich auch in der Praxis funktionieren oder sind wir doch irgendwie abhängig, weil wir auch in der EU sind? Nein, also alles, was wir selbst zum Beispiel im Energiebereich produzieren, was ich nicht importieren muss und nicht abhängig mache von internationalen Börsen, da habe ich eine gewisse Sicherheit, weil es keine Verknappung am Markt gibt. Und wenn es keine Verknappungen gibt, dann werden die Preise nicht steigen. Also Preissteigerungen gibt es immer bei Verknappungen auf Märkten. Und das ist halt in der letzten Zeit durch die Krisen halt mehrfach entstanden, ob es jetzt durch Zusammenbrechen der Lieferketten waren und dadurch Rohstoffe knapp waren, sind in vielen, vielen Bereichen. Wir haben das im Bereich der Chipsproduktion genauso gehabt wie bei Futtermitteln. Auf der anderen Seite ein großes Thema war zum Beispiel Speiseöl nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Aber alles, was man selbst vor Ort in der Hand hat, dort investiert hat, dort auch aufgebaut, aufgestellt ist, bringt Sicherheit und eine Entlastung vor allem auch der Märkte. Kommen wir noch zu einem ganz kurzen Punkt. Und zwar im letzten Herbst hat ja auch der Innenminister Gerhard Kahner Asylzelte in Kärnten aufgestellt. Wie ist generell jetzt auch die Lage im Bundesland in Kärnten? Also ist natürlich so wie in der Republik rückläufig nach den massiven Aufgriffen des letzten Jahres. Hat sich ja die Situation wieder Richtung etwas weniger weiterentwickelt. Das ist auch Großartiges gelungen, nämlich beim letzten Ministerrat mit dem Bundeskanzler, wo es um den Außengrenzschutz der Europäischen Union geht. Und im Endeffekt gilt es ja, und das ist meine tiefste Überzeugung, die Zuwanderung in unser Sozialsystem zu unterbinden. Das hat nicht stattzufinden. Und all jene, die sich einbringen möchten und auch eine Leistung erbringen, denen kann man natürlich auch versuchen zu integrieren. Aber ich glaube, ganz prinzipiell gilt es, Außengrenzen zu schützen, Asylaufnahmen auch in Drittstaaten durchzuführen, damit wirklich nur jene zu uns kommen, die bei uns auch benötigt werden. Denn schlussendlich, müssen wir auch ehrlich sein, geht es darum, wir werden uns hoffentlich wohl selbst aussuchen können, wer zu uns ins Land kommt. Denn alles andere schürt Verunsicherung auch in einer Breite der Bevölkerung und gibt allen Auftrieb, die diese Gesellschaft vor allem auch spalten wollen, nämlich allen, die Wutpolitik machen und nicht mit Mut an die Zukunft herangehen. Noch ganz kurz, Corona-Thema müssen wir auch noch ganz kurz anschneiden. Der Bundeskanzler, der möchte ja auch dieses Trauma quasi aufarbeiten. Man hat dann auch irgendwie gemeint, man war vielleicht ein bisschen expertenhörig. Also man schiebt auch immer die Schuld immer wenn anderen zu. Was sagen Sie, hat die Politik da Fehler gemacht? Ich glaube, wenn wir uns zurückerinnern, nämlich in die Situation und zu dem Moment, wo Entscheidungen getroffen worden sind, so vergisst man immer, dass dort vieles spitz auf Knopf gestanden ist. Und dass die Lage immer sehr angespannt war und es vor allem eine Situation war, die man nicht gekannt hat. Und im Zuge dessen sind Entscheidungen getroffen worden, immer zum Wohle der Bevölkerung und immer als gelingtestes Mittel zum damaligen Zeitpunkt. Mit dem Wissen von heute, das Gestrige zu kommentieren, ist ein leichtes und ich würde auch vieles in meinem privaten Leben anders gestalten im Nachhinein, als wie ich zum Beispiel in meiner Jugend Daten gesetzt habe. Also ich glaube, das ist etwas ganz Einfaches. Und deshalb gehört ja diese Zeit tatsächlich auch mit Expertinnen und Experten nochmal aufgearbeitet. Wo waren die Entscheidungen richtig, schnell genug, zielgerichtet? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und wo braucht es vor allem auch Anpassungen beim Epidemiegesetz, um für zukünftige Krisen und Herausforderungen auch gerüstet zu sein? Und ich glaube, in den damaligen Situationen, nur einmal noch zurückdenken, von so manche Zeitungen titeln, Herr Landeshauptmann, wir werden Sie endlich handeln mit einem Intensivpatienten auf der Titelseite, dann ist man schon auch getriebener der Meinung, die gerade zu diesem Zeitpunkt vorgeherrscht hat und im Nachhinein betrachtet vielleicht die Maßnahmen teilweise zu weit gesetzt worden sind, aber immer mit dem Ziel, die Bevölkerung vor größerem Schaden zu bewahren.